Rettende Pracht des Klerikers ist ein Gruppenbuff, der die Mitglieder heilt, wenn ihre TP unter 50% fallen. Urteilssiegel reduziert den Magiewiderstand und den Magieausgleich eines einzelnen Ziels. Spottende Energie ist ein kleiner stationärer Diener, der im Umkreis von 20 Metern Gegner verspottet. Die Kette Blitz des göttlichen Angriffs, göttliche Berührung, Blitz der Vergeltung ist nun eine einzelne Kette ohne weitere Optionen. Geheiligter Schlag des Klerikers bekommt einen Folgeskill, und zwar betäubender Hammer. Die Ketten von Zerschmettern und bestrafende Erde wurden nun getrennt und sind selbstständig und teilen sich auch nicht mehr die Abklingzeit. Donnerschlag ist nun der Folgeskill von Zorn der Erde. Hand der Reinkarnation wirkt nun gleichzeitig auf den Kleriker als auch auf das Ziel selbst. Licht der Wiederauferstehung reduziert nun auch die Zeit der Seelenkrankheit. Wissen des Weisens ist nun eine ganz normale Fertigkeit und verringert zusätzlich den Mana-Verbrauch um komplette 100%. Pracht der Reinigung kann nun sofort gewirkt werden und hat auch natürlich noch eine Abklingzeit von 10 Sekunden. Sofort gewirkt werden kann auch Amplifikation. Heilender Wind teilt sich nun die Abklingzeit mit heilende Pracht. Außerdem, und das ist ganz wichtig, Aufladefertigkeiten skalieren nun mit Angriffsgeschwindigkeit und Zaubergeschwindigkeit. So, meine Lieben, das war's jetzt auch schon wieder. Ich werde euch hier jetzt die nächste Klasse verlinken, die wir uns anschauen werden. Aber ich sagte ja schon, ich werde definitiv nicht auf jede einzelne kleine Änderung eingehen. Die finden wir dann einfach in den Patch Notes, die ich auch nochmal separat verlinken werde. Ansonsten kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann.